So, da geht's auch schon weiter. Ja, das hat uns gerade schon erzählt. Ja, wir können aus dieser Perspektive jetzt auch zaubern. Zum Beispiel da wegzaubern. Da können wir damit gleich rüber und wir kriegen da auch Hauspunkte für alle möglichen Kram. Oh, kein Tim. Hallo, hast du schon bemerkt, dass die giftigen Schnecken glitzern? Dinge, die glitzern, können mit einem Flipendo weiche Zurückflug bekämpft werden. Das ist ein Zauberblock. Mit dem Flipendo weiche Zurückflug kannst du ihn zur Seite rücken. Wenn du den Zauberblock bewegen möchtest, musst du einen Flipendo weiche Zurückflug auf ihn anwenden. Machen wir doch direkt mal. Flipendo! Und nochmal. Los. Und nochmal 5 Hauspunkte und eine neue Feder. Ratten. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier rüberkommen. Ja, perfekt. Und dann hier hoch, denn hier ist ein Frosch. Aber in ganz Hogwarts sind echt viele Dinge versteckt. Was genau werden wir wahrscheinlich gleich noch erfahren. Und ich habe es bis jetzt wirklich noch nie geschafft, alles zu sammeln. Also, das Spiel habe ich schon öfters durch, aber alles gesammelt hatte ich noch nie. Oh, wer ist das? Okay. Ja, hau ruhig ab. Bis jetzt hast du ja alles ganz gut gemeistert. Nun seh dir mal einmal dies an. Wenn du einen so großen Zauberblock wie diesen hier bewegen möchtest, musst du einen aufgeladenen Flipendo weiche Zurückflug verwenden. Wenn du einen aufgeladenen weiche Zurückflug verwenden möchtest, drücke X, um den Zauber aufzuladen, bevor du ihn verwendest. Ja, wir können den Zauber also aufladen und dann aufgeladen schießen. Das wäre auch gut. Zack. Und wieder Hauspunkte. Springen wir hier mal eben hoch. Ich meine, wir sind ja athletisch. Und dann springen wir hier rüber. Ich kann mich erinnern, dass hier noch irgendwas war. Ich glaube, da war noch was. Da würde ich gerne noch mal hin. Du musst den aber mal wieder zurückschieben. Flipendo! Flipendo! Geh Flipendo! weg. Dann dahin zurück. Das müsste reichen. Also gehen wir wieder hoch. Und versuchen jetzt irgendwie von hier da hinten drauf zu kommen. Ah, Mist. Also ein zu weit. Flipendo. Einmal wieder zurück, ein Stück und nochmal hoch. Jetzt aber. Ja, perfekt. So, jetzt muss ich nur noch. Okay, so kann ich andersrum drehen. Gut, jetzt muss ich hier rüber und. Ja. Ach, nur ein Frosch. Oh, und 5 Hauspunkte. Das ist nett. Ja, schaffe ich. Dann muss ich den hier schon wieder zurückbewegen. Und dann kann ich hier oben durch die nächste Tür. Ich heiße Neville Longbottom. Malfoy hat mich hier unten zurückgelassen und ist mit einer Eule durch einen Geheimgang verschwunden. Jetzt werde ich von diesen verzauberten Büchern gefangen gehalten. Ich habe meinen Zauberstab vergessen, deshalb kann ich die Bücher nicht mit einem Flipendo-Fluch verscheuchen. Drücke R1, damit dein Zauberstab auf die fliegenden Bücher zeigt. Drücke dann X, um zu zaubern. Okay. R1 war. R1, ah, da. Okay. Zack. Trifft die nicht so. Zack. Alle drei getroffen. Und 60 Hauspunkte schon. Der Hebel muss hier irgendwo sein. Da, ich hab ihn.
habe ich so ein... Ah, gut. Er lädt. Ich dachte, ich hätte jetzt dieses Brummen im Ohr die ganze Zeit. Ja, also die CD ist schon ein bisschen älter. Jetzt schon ein paar Macken. Ja, jetzt dann scheint das wieder zu funktionieren, also... Okay, meine Eule. Ist perfekt, dann nehmen wir uns die doch mit. Einem aufgeladenen Flipendo weiche Zurückfluch müsstest du Hedwig befreien können. Halte die X-Taste gedrückt, um einen Zauber zu verwenden. Okay, zielen wir am besten. Und... Flipendo! Hallo Hedwig. Hinterher. Los, die hat doch nur wieder weg. Dafür kriegen wir keine Hauspunkte. Hm. Nein, ich will hier oben noch... ich will hier oben noch was machen. Hm. Ah, du hast Hedwig gerettet. Sie war ganz wild darauf rauszukommen. Deshalb habe ich ihr die Tür geöffnet. Ich hoffe, das wird Malfoy eine Lehre sein. Hi, ich bin Neville. Ich bin auch in Gryffindor. Harry hat mir dabei geholfen, ein paar umherflatternden Büchern zu entkommen. Schön, dich zu sehen, Neville. Komm, lass uns weitergehen. Alles okay. Geht schon mal vor. Ich glaube, ich habe meine Kröte Trevor verloren. Los, Harry, lass uns gehen. Na, dann hauen wir gleich mal wieder ab. Lass Neville da ruhig sitzen, ohne Kröte. Ein Besen. Wow, Hedwig hat dir einen Besen gebracht. Ich zeig dir, wo die Flugstunden stattfinden. Folgt mir. Ja, fliegen. Das mochte ich schon immer an den Harry Potter Spielen, muss ich sagen. Aber das habe ich schon immer gemocht. Durch diesen Korridor kommst du zum Flugunterricht. Pass auf dich auf, Harry. Ich habe gehört, Madame Hooch soll sehr streng sein. Ich warte immer noch auf meinen Besen. Unsere doofe Eule ist so alt, es wird wohl noch eine Ewigkeit dauern, bis sie kommt. Ich warte hier auf dich. Ja, dann geht's los. Wir können nämlich fliegen. Und, so streng finde ich die gar nicht. Ich bin Madame Hooch, deine Lehrerin. Hi. Du erhältst zusätzliche Hauspunkte für jede erfolgreich beendete Aufgabe. Das ist nett. Steuere deinen Besen mit den Richtungstasten. Okay. Drücke die X-Taste, um dich fortzubewegen. Okay, verstanden. Fliege zunächst der Reihe nach durch jeden Ring, der erscheint. Wenn ich pfeife, geht's los. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da sehe ich schon eine Bohne, die wir uns auf jeden Fall holen müssen. Fünf, drei, zwei noch. Und ein Ring. Perfekt. Hervorragende Technik. 10 Hauspunkte, weil du alle durchflogen hast. Der nächste Test ist ein bisschen schwieriger. Du erhältst jedoch zusätzliche Hauspunkte, wenn du ihn bestehst. Schaffe ich. Fliege durch alle magischen Ringe, die erscheinen. Vergiss nicht abzubremsen, wenn du engere Kurven fliegen möchtest. Bist du bereit, Harry? Wenn ich pfeife, geht's los. 3, 2, 1... Jetzt müssen wir 20 Ringe durchfliegen. Das schaffen wir auch noch. Ah, Mist, die Bohne nicht bekommen. Ich dachte, die könnte ich jetzt im Vorbeifliegen nur mitnehmen. Das war es dann wohl nicht. So, 10 noch. Jetzt haben wir uns lieber eben geholt. Nummer 1. Also eine haben wir jetzt schon. 2 fehlen uns noch. Och, da hinten ist eine. So, und jetzt einen zurück. Los, 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 los.
gut, Potter. Perfekt. Ich werde dir 10 Hauspunkte für diese gute Leistung geben. Bist du bereit für eine schwierigere Aufgabe? Wenn du deine Sache gut machst, erhältst du zusätzliche Hauspunkte. Na, natürlich. Fliege wie zuvor durch die magischen Ringe. Konzentriere dich. Wenn ich pfeife, geht's los. 3, 2, 1. Los geht's. 40 Ringe. Wir das schaffen. Ich muss jetzt mal kurz abbremsen, sonst wäre ich vorbeigeflogen. Ich hätte sie auch fast umgeflogen. Oh. War jetzt schon blöd, dass wir. Mist. Ich glaube, das wird nicht mehr so viel. Noch 15. Ah, komm. Das ist doch blöd. Was meint denn hier? Da, komm, egal. Gut gemacht, Potter. Eine gute Leistung. 5 zusätzliche Hauspunkte für Gryffindor. Du beherrschst jetzt die Grundlagen des Besenfliegens. Jetzt mach, dass du wegkommst. Oh, wie nett. Aber das machen wir natürlich. Hallo Harry, hast du Hermine schon getroffen? Sie ist eine richtige Besserwisserin und eine absolute Streberin. Perfekt beschrieben. Nein, das bin ich nicht. Hallo Harry, der Zauberkunstunterricht beginnt bald. Ist das nicht aufregend? Sie kann einem ziemlich auf die Nerven fallen, stimmt's? Ja, das kann sie. Aber wir können endlich zum Zauberkunstunterricht. Wir lernen uns nämlich unseren ersten richtigen Zauber. Aber bevor wir das tun, sammeln wir hier eben noch die paar Böllchen ein und speichern natürlich. Und das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge von Harry Potter und der Stein der Weisen. Spiel speichern. Perfekt. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Da war die Frames kurz weg. Das ist also ein Zeichen, dass wir aufhören sollen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.